Was ist denn jetzt mit Jenny und Dennis? Ich hab zwei Jungs. Also hier steht Jenny und Dennis. Der Bewährungshelfer soll Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten sind, wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen. Dann darf ich vorstellen, ihre Kinder. Denn auch unter der rauen Schale eines Horst Mazzocha steckt irgendwo ein lernbereiter Klient, bei dem sich die jahrelange Arbeit, Geduld und Mühe später einmal bezahlt machen. Ach, fick die Henne. Das ist schon bitter. Hallo und herzlich willkommen. Ich stehe hier gerade vor dem Cinema Arthouse und das hat einen Grund. Ihr habt es gerade schon bei dem Schwenk vorher gesehen. Wir haben hier prominenten Besuch in der Hasestadt und zwar Christoph Maria Herbst und Markus Sehr, der Regisseur des Films Die Kleinen und die Bösen. Und mit den beiden habe ich mich vorab unterhalten. Worum geht es in diesem Film? Das ist nicht so leicht schnell zu beantworten. In der kürzesten Version geht es um einen Bewährungshelfer, gespielt von Christoph Maria Herbst, um Benno, der mit seinem schlimmsten Klienten Hotte zu tun hat, der das Sorgerecht für seine beiden Kinder, die er noch nie in seinem Leben kennengelernt hat, erhaschen will. Und im Grunde ist es ein großer Kräftemessen zwischen diesem Sesselpuper und dem wilden Assi, bei dem Versuch, die Tochter des Hauses zu retten. Warum sollte man sich den Film anschauen? Möchtest du was sagen? Ich glaube, dass er sehr viel Spaß machen kann, weil er, was mir am Buch gefallen hat, war, dass es immer sehr unerwartet war. Also ich glaube, man kann ein bisschen schwer so ein ganz klares Label draufpacken und man merkt ja auch, wie ich gestottert habe bei der Inhaltsangabe, weil es ist einfach wahnsinnig facettenreich. Also es sind ganz viele kleine Schlenker, die Geschichte macht und von meinem Drehbuch lesen kann ich sagen, dass es das war, was mich total gereizt hat, dass man nie weiß, wo diese Geschichte hinführt. Also man hat immer, es biegt immer irgendwo nochmal ab und man weiß einfach nicht, wie das ausgehen soll. Und das finde ich für eine Geschichte ganz toll, weil ich bei so vielen Filmen immer denke, ja, ich weiß eh schon, wie es endet. Das weiß ich hier nie. Also die Entwicklung von vor allem von Benno und Hotte ist für mich nicht klar, wie die am Ende da aus der Geschichte rausgehen. Ja, man hat auf jeden Fall, ich sag mal, nicht so ein gewisses Ende schon im Kopf, wenn man so in der Mitte des Films ist. Manche sind ja sehr vorhersehbar, das war hier auf jeden Fall nicht der Fall, laut meinem Gefühl. Eine Frage an dich. Ich hatte im Vorfeld die Frage aufgeschrieben, wie viel Stromberg steckt in Benno. Dann habe ich jetzt gerade den Film gesehen, das Einzige, was ich vorher gesehen habe, war der Trailer. Und man merkt halt, dass es charakterlich ja ein kompletter, fast ein Gegensatz ist, was jetzt die Personenbeschreibung angeht. Wie bereitet man sich auf diese Rolle dann vor? Ich nehme immer die Drehbücher, die ich bekomme, sehr ernst, weil ich gehe davon aus, dass ein Autor, Autorin oder eine Autorin ihre Hausaufgaben schon gemacht haben und sehr mit sich gerungen haben, das zu Papier zu schreiben, was sie dann zu Papier gebracht haben. Und gehe mal davon aus, dass da schon eine Menge Energie und Lebenszeit und so weiter drauf verwendet wurde, wenn man so ein Buch dann nach Hause geschickt kriegt. Mit anderen Worten, ich lese das Drehbuch und ich lese es nochmal und ich lese es nochmal. Und dann versuche ich zwischen den Zeilen auch zu lesen und dann versuche ich diese Figuren schon und vor allem auch die Figur, für die ich angefragt werde, zu visualisieren. Und dann löst das entweder bei mir was aus oder nicht. Und das ist dann auch schon ein wesentlicher Teil der Vorbereitung. Hier in dem konkreten Falle bestand die Vorbereitung auch noch darin, dass ich mich in Köln mit einem wahrhaftigen Bewährungshelfer aus Fleisch und Blut getroffen habe. Und der bestätigte dann eigentlich genau das, was ich dir gerade schon gesagt habe, nämlich, dass ich in den meisten Fällen davon ausgehe erstmal, dass die Drehbuchautoren ihren Job machen, weil dieser Bewährungshelfer bestätigte mir diesen Benno aus dem Drehbuch, das er kannte, man hatte ihm das Buch vorher gegeben und gesagt, das ist eins zu eins eigentlich mein Arbeitsleben. Und dieses als Idealist so einen Beruf beginnen und dann nach 20, 30 Jahren sich dabei zu ertappen, wie man langsam zynisch wird und sich doch wie eine verlorene Seele vorkommt und wie jemand, der gegen so Windmühlen ankämpft, das konnte er aus seinem Berufsleben auch beschreiben. Und das alles ist ja Benno. Insofern war es tatsächlich ausreichend, das Buch zu lesen und dann gemeinsam mit dem Regisseur unser aller Benno dann zu formen und dem Text zu einer Transparenz zu verhelfen. Ist das doch normal, die Fotze? Lässt einfach meine Jungs im Stich?
Wenn ich die Alte erwische, ich nagel die an die Wand. Können Sie das nächste Mal bitte anklopfen, Herr Massara? Was ist denn du, du Penner? Ich? Ach, halt's Maul. Ja, was ist denn jetzt? Wir haben sie doch nicht mehr alle. Bisschen ruhiger, bitte. Danke. Ich würde sagen, wir beide sehen uns nächste Woche, dann machen wir erstmal einen Drogentest. Aber was ist mit dem Gutschein? Danke, Herr Meurer. So, was ist denn jetzt mit Jenny und Dennis? Wie jetzt Jenny? Ich hab zwei Jungs. Sicher? Also hier steht Jenny und Dennis. Was? Naja, wenn es hier steht. Jedenfalls die Frau ist einfach abgehauen. Warum setzen Sie sich nicht erstmal? Ich fick die Schlampe, macht der Kinder. Herr Mazocha. Und die haut einfach ab. Wie macht man denn dann aus einem guten Drehbuch einen guten Film, der sich dann auch gut schauen lässt? Na, das sind tausend Details, ne? Also das muss das, also das Visuelle muss das alles natürlich unterstützen, aber ich habe immer am meisten Spaß an den Schauspielern natürlich, weil das einfach, das ist was so ein Film dann zum Leben erweckt, ne? Also man hat ja, wir sind ja auch nicht in Hollywood, wir haben jetzt auch nicht 40 Drehtage mit Hubschrauberflügen und sowas, deswegen ist das der direkte Weg, der direkteste oder das wertvollste, wo ich meine Zeit reinstecke, ist natürlich mir auch genauso über die Figuren Gedanken zu machen und mit den Schauspielern zu arbeiten oder zu arbeiten klingt immer so oder ihnen genau den, sagen wir mal, die Arbeitsmöglichkeiten oder die Umstände so zu bauen, dass die irgendwie sich entfalten können. Weil wenn man intelligente Schauspieler hat, wie ich sie hatte, also die sehr gut vorbereitet waren und alle, glaube ich, also einen sehr guten Riecher für ihre Figuren, dann passiert da ja dann auch viel, wenn die Umstände stimmen. Gerade bei der Fragerunde kam der Satz auf, es ist schön, dass wir hier in Deutschland jetzt englische Komödien machen können. Macht denn der deutsche Film noch so viel falsch, dass man das so sagen muss? Beziehungsweise ist es immer schade, wenn man zum Beispiel unter irgendwelchen YouTube-Kommentaren liest, ja, der Film, der war echt super für einen Deutschen. Wie macht man denn jetzt in Deutschland Filme? Super, wir machen tolle Filme und wir müssen uns für überhaupt nichts schämen. Das ist jetzt einfach nur eine weitere Farbe. Es ist ein weiterer Mosaikstein in dieser riesigen Kunstform Komödie. Und ich gebe dir recht, ich zucke auch immer zusammen, wenn ich in Kommentaren oder in Kritiken irgendwie lese, ja, für einen deutschen Film war das ganz gut. Vor allem beim Genrefilm, das ist ja nach wie vor das Stiefkind im deutschen Kino. Da würde ich mir wünschen, dass da Ängste in den nächsten Jahren irgendwie mal flöten gehen, sowohl bei den Machern als auch bei den Geldgebern als auch beim Publikum, dass man sich ein bisschen relaxed und ein bisschen unvoreingenommener mal auch auf deutschen Genrefilm einlässt, aber auch auf andere deutsche Komödie. Und ich glaube, Die Kleinen und die Bösen ist eine andere deutsche Komödie. Ja, es ist nicht unbedingt die normale Komödie, die man erwartet. Ich habe vorhin gehört, Sozialkomödie. Ist das so der richtige Titel, den man sagt? Ja, den gibt es nicht, den Titel. Ja. Also ich kenne ihn nicht. Der steht jetzt auch, glaube ich, in keinem Filmlexikon. Man spricht von Social Comedy aus eben britischer Provenienz. Und daher kennen wir so Filme ja eben, die wunderbaren Komödien aus England, die dann dort eben unter den Outlaws oder im Prekariat oder so spielen. Und die deutsche Komödie in Deutschland ist ja dann doch meistens unter Leuten angesiedelt, die alles haben, die sich um nichts mehr Sorgen machen müssen, unter den gut Betuchten, den Bessergestellten, die dann, wo dann irgendwelche Nichtigkeiten zu Problemen aufgeblasen werden und irgendwann steht dann doch wieder irgendjemand im Schrank und drei Türen gehen auf und so weiter. Aber ich will das jetzt alles gar nicht kleinreden. Das hat alles seine Berechtigung und ich mag auch viele der deutschen Komödien. Mag aber besonders jetzt gerade unseren Film, den wir gemacht haben. Wäre schlimm, wenn nicht. Ne? Das wäre schlimm, wenn nicht. Aber auch das gab es schon, weil der sich so wohltuend nochmal abhebt von dem, was man sonst so kennt aus Deutschland. Ja. Letzte Frage an beide. Wer sind denn die Kleinen und wer sind die Bösen? Ja, das ist jetzt immer so, soll man so einen Titel erklären? Ich finde das schön, was der aufmacht, dass man sich genau die Frage stellt. Ne? Aber ich beantworte gerne, was es für mich immer ist. Ich finde es immer schön, dass in allen genau das drinsteckt. Also das Kleine und das Böse. Alle krauten irgendwie rum und versuchen irgendwie zu überleben. Das trifft, glaube ich, oder ihr Leben irgendwie zu verbessern. Das trifft, glaube ich, auf alle Figuren in dem Film zu. Und alle selbst, der am Anfang so nette Benno
greifen irgendwann zu Mitteln, die nicht mehr ganz koscher sind, dann, wenn man etwas unbedingt haben will. Und deswegen steckt, glaube ich, in jeder Figur und in uns allen was Kleines und Böses. Und für dich? Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Okay. Ja, das war's. Ich bedanke mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wünsche viel Erfolg jetzt, vor allem jetzt noch auf der Kinotour. Donnerstag kommt der Film in die Kinos. Wir können ihn nur empfehlen, wir haben ihn jetzt schon gesehen. Danke. Danke für die Osnabrücker Gastfreundschaft. Danke. Dankeschön. Mit meinen fast 100 Klienten spare ich dem Staat 13.000 Euro pro Tag. Aber natürlich geht's nur um Resozialisierung. Haben Sie die Weste geholt? Nee. Scheiße. Die Kiefer, warum ist sie leer? Entschuldigung, was? Wo ist die... Kommt mal hin! Wo ist die Kohle? Am Flughafen! Flamenco, Stimmung, Sauerkraut. Ich bin dran. Ja. Warum hast du eigentlich keinen Freund? Hab ich. Manchmal. Sag, dass ich geil bin! Sag, dass ich geil bin! Sie sind geil. Ah ja. Genau.